aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Und ich weiß gar nicht, warum die hier alle vor meiner Nase stehen bleiben. Alter, mach doch die Bremse dann einfach raus, Kerl. Können dann alle nicht hier. Oh, ich auch nicht. Das kommt, wenn man da hinten guckt, wenn man fährt. Ne, haben wir jetzt irgendwas an der Fracht kaputt gemacht? Ne, haben wir nicht. Alles gut. Fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. So. Wir haben noch ungefähr 800, was heißt ungefähr, wir haben 850 Kilometer noch vor uns. Wir müssen sehen, dass wir vorankommen. Ganz kurz was gucken. Genau, ich musste eben, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ich musste mal eben gucken, ob ich die Aufnahme überhaupt gestartet hatte. Ja, man wird alt. Man wird alt und vergisst. Manchmal hatte man Honig im Kopf. Bleib, wo du bist. So, jetzt ist die Fahrtrichtung Berlin-Dresden. Da sind wir, okay. Also ich werde auch wieder so schnell wie möglich fahren. Ich möchte ungern schlafen müssen. Wäre cool, wenn wir das in eins durchbekommen. Weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, das wird nicht. Diese Autobahn sind wir übrigens noch nie gefahren. Also hier schon, aber dann, was gleich kommt, nicht. So, hier aufpassen, sonst hängen wir gleich wieder irgendwo im Busch. Gestern noch mal diese Debatte zum Urheberrecht angeschaut. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich meine, dieses Spiel hier selbst, klar, das gehört SCS. Das sind jetzt erstmal grundlegende Mittel. Die Stellen haben das Spiel und die haben die LKW. So, das, was hier jetzt entsteht, dieser Film und das, was ich quatsche und so weiter, das ist ja aus meiner Kreativität entstanden. Mit anderen Worten, ich bin doch jetzt eigentlich der Urheber dieses Films. Nicht des Spiels, aber des Films. Aber um das Spiel geht es ja auch gar nicht. Das Spiel ist ja in dem Sinne nur ein Werkzeug, um diesen Film entstehen lassen zu können. So muss man es doch sagen. Also müsste ich doch theoretisch von YouTube Kohle bekommen. Würde aber auch bedeuten, diese Kohle bekomme ich nicht. Weil eine Monetarisierung ja nun aktuell wieder ab 1000 Nutzer und Sendeminuten und so weiter möglich ist. Das heißt, das, was ich mal machen konnte, funktioniert nicht mehr. Also werde ich auch weiterhin hiermit nichts verdienen. Das ist schlecht. Und wenn SCS jetzt seine Filmchen hochjagt, was sie ja machen, die haben ja einen YouTube-Kanal. Die sagen, das ist urheberrechtlich geschützt. Kommt hier nämlich unser Filter zustande. Und dieser Filter würde jetzt sagen, ui, die LKWs kenne ich. Und würde mein Video komplett gar nicht erst hochlassen. Das heißt, ob ich dann in dem Moment eine Monetarisierung habe oder nicht, ich würde definitiv nichts verdienen. Weil man das Video gesperrt hat. Ja, kann man es erklären. Dann wäre es, ja, das, was viele schon sagen, dann wäre es definitiv vorbei, weil was SCS hochlädt, ist ja mit Sicherheit urheberrechtlich geschützt. Was willst du? Da weiß ich nicht, wie ein Filter das entscheiden will.
Aber es ist vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel, wo, ja klar, wo die Panik der YouTuber natürlich hingeht. Ich meine, für die Firmen ist es, wenn du nicht gerade allzu sehr über das Spiel herziehst, kostenlose Werbung. Vorne kommen wir jetzt wieder an ein Autobahnnetz, wo wir noch nicht gewesen sind. 700 Kilometer, also wir werden es um das Schlafen nicht herumkommen. Wenn ich mir dieses blaue Bettchen da angucke, ich gebe dem noch 300 Kilometer, dann ist das Ding rot. Also wir werden schlafen müssen, definitiv. Bin ich gespannt, ob es eine verspätete Anlieferung gibt oder nicht. Laut meinem LKW sind es draußen 28 Grad. Ich sollte die Hälfte auf das Cockpit gucken und auch mehr auf die Straße, dann fahren wir auch geradeaus. Könnt ihr ja meinen, ich fahre mit Tastatur, Mensch. Nee, also das werden wir definitiv nicht in einem Rutsch schaffen. Das wären jetzt noch 600 Kilometer. Ich glaube, das wird nichts. Oder es wird sehr, 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 sehr eng. Ja, so langsam kriegen wir dann hier in-game Abend. Es zieht sich schon so ein bisschen zu. Nur weil so ein Vollpfosten sich da hinstellen muss, ey.
Aber wenigstens hat der mich jetzt nicht geblitzt, ist ein Bußgeld weniger. Also ich möchte in dieser Folge unter 500 Kilometer kommen. Und dann werden wir noch eine machen müssen. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Links, rechts, was machen wir? Wir fahren hier raus. So, es geht offensichtlich wieder gut bergab hier. Ich weiß gar nicht, wo meine Mieze heute Morgen ist. Da sitzt die. Und ich müsste da mal beide runter, aber ganz fix. In die Blumenpötte zu setzen. Da drehst du dich hier einmal um. Hockst du auf der Fensterbank zwischen den ganzen Blumenkübeln. Du hast hinten ein Fenster, da kannst du gucken. Alter. Ja, ich glaube, auch wenn ich hier nicht tagsüber nicht da bin, dann hat sie ihren Raum, wo sie ist, oder ihre Räume. Ne, Flur, dann so ein ja, Abstellraum will ich es jetzt nicht, nenne ich es jetzt einfach mal. Da sind da so Regale drin, da ist noch ein Bett drin und so weiter. Das wird so nicht genutzt, der Raum. Da ist sie drin. Und natürlich das Bad, so das hat sie. Ich glaube, würde ich immer hier meinen allgemeinen Raum zur Verfügung stellen, wo der Computer drin ist, wo das Bett drin steht und so weiter, dann hätte ich mal Blumen gehabt. Dafür, dass wir alle möglichen Verkehrsregeln brechen wollten, ist es doch in dieser Folge sehr gesittet. Ne? Gut, die überhöhte Geschwindigkeit, aber das ist, ja. Aua, jetzt habe ich mich gekratzt.
Also ich würde sagen, wir sind schön eben unterwegs. Wir müssen hier jetzt nicht großartig irgendwelche Hügel hochkraxeln. Also wir sind geschwindigkeitstechnisch sind wir sehr gut am Start hier. Hier, das mache ich auch gerne, weil ich dann meistens schneller bin. Ja, ich befürchte, ums Schlafen werden wir nicht drum herum kommen. Wir fahren jetzt also in dieser Folge noch bis zum nächsten Parkplatz. Der ist dann da vorne gleich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht ihr den Daumen runter. YouTube ist es egal. Und gestupst. Alter, fahr schneller oder lass... Ey, jetzt bremst der mich richtig aus, der Dussel. So ein hirnloses Wesen. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, nach unten, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Wenn ihr die Glocke klickt, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt, ne? Und ansonsten würde ich dann erstmal sagen, ich suche mir hier eben einen Schlaftrigger. Ah, da ist was. Hier können, da können wir hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut.